Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Dankeschön, lieber. Ich schau gleich mal kurz. Kremsey Bungarian für die Skillung. Ich habe es gleich mal umgesetzt, so wie du das gesagt hast. Und ich könnte noch 3 Punkte investieren. Du hast gesagt, in Level 49 Skill. Ah, 47 Skillung, genau. Ich bin Level 47. Habe aber noch 3 Punkte, deshalb mache ich die. Ich könnte die eigentlich jetzt hier auf Einsicht oder so machen, etwas passiven oder eine andere Aura. Ich könnte Mana-Barriere noch nehmen, aber es hat eine lange Abklingzeit von 180. Bin jetzt gerade kurz noch am Fragen, was ich nehmen soll. Auf jeden Fall eines, was bei 19 ist. Nur was. Ich könnte wieder Auferstehung noch skillen. Oder einfach Verbündeten heilen. Ja, ich denke Verbündeten heilen. So. Weil ich ja auch gerne ein bisschen EXP da noch geben bekommen möchte, oder? Mana-Gemeinschaft mal vorne. Und eine andere Aura haben wir noch. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt genau klarkomme mit so vielen Zaubern. Aber ich denke schon. Ich könnte den hier auf die 2 machen, falls ich mal in Schwierigkeiten bin. Und dann eigentlich noch den Karma-Spiegel. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Aber sicher EXP, wenn ich mal wirklich in der Falle bin und kein XP dann kommen könnte. Ja, ich denke, die Buffs mache ich eher nach hinten. Nein, nicht einsetzen. Lieber nicht. Und dafür die Heilung hier wirklich. Große Heilung vor allem. Ja, jetzt sieht man, wie ja, wichtig man ist als Beschwörer. Man hat einfach mega viel Hilfe. Ja. Aus eigenen Sachen mache ich mal hin. So. Selbstteil, nein. Selbstaktion. Das habe ich so. Und ja, also Dankeschön für alle Leute, die mir helfen, den Kanal noch am Leben zu lassen. Also nicht wieder in eine Art. Ja, ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen, weil es mir gar nicht mehr so viel bringt. Ich wachse nicht mehr so viel. Weil mit Champions of Regnum wachse ich es trotzdem noch ein bisschen. Also es ist einfach schwer, gerade im Moment in der Corona-Zeit überhaupt die Zuschauer zu mir zu bringen. Weil alle anderen natürlich noch mehr Werbung machen als ich. Und das zeigt eigentlich schon, dass ihr mich mögt. Und deshalb ein super Dankeschön an alle, die mich mögen. Ihr dürft gerne in den Kommentar schreiben, wer mich nicht mag, aber ich kann mich auch noch ändern, damit ich euch auch noch nicht so auf den Wecker gehe oder sonst irgendwas. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich das Game nicht mehr so runter machen möchte, aber es ist halt einfach jetzt wegen dem Event schon mal wieder Zeit gewesen, halt einfach etwas zu kritisieren. Aber ich meine es ja eigentlich nur gut. Die Entwickler sollen merken, dass es nicht gut ist. Nicht wir. Oder? Und das mache ich auch weniger. Wirklich. Ja, weil die Entwickler sind mir auch ein bisschen egal. Das Spiel gefällt mir trotzdem. Und ich möchte nicht zu den Fans irgendwie negativ wirken oder sonst irgendwas. Deshalb bin ich jetzt eher, ja, wirklich auch positiv eingestellt. Hab mehr Motivation dadurch. Ist doch viel besser. Und wir schauen jetzt einfach mal. Also nicht, bitte nicht lachen, wenn ich jetzt hier die Skills nicht finde oder so. Es ist für mich damals auch schwer gewesen, Beschwörer bei Syrtis im Clan Déjà-vu als Heilerin Monika zu sein, zu machen und hab's dann auch irgendwann mal abgebrochen, Heiler zu sein, weil es einfach viel zu schwer ist, immer wieder auf die Mitspieler zu achten, auf die Lebensbalken, dann noch buffen die ganze Zeit und noch Gegner ausweichen. Es ist, ich denke, Beschwörer ist schon eine der schwersten Klassen, oder? Ich weiß es nicht, also Barbar ist für mich irgendwie eines der leichtesten oder Schützen. Und Beschwörer ist eigentlich eines der schwersten. Und ob ich das jetzt wirklich kann, weil ich bin jetzt schon Ewigkeiten wach.
Ich bin todmüde. Ob ich jetzt sofort kann, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt direkt in die Warzone und probieren es einfach mal. Ja, wird schon nicht schief gehen. Schiefer gehen als schief gehen. Ja. Auch schön, dass noch ein paar Spieler dabei sind, die mich ein bisschen beschützen. Die gehen aber eher oben durch. Ja, gehen wir einfach mal mit. Die werden schon nicht. Ja, die werden wahrscheinlich direkt mal Imperial Castle vielleicht. Sind die schon hier hinten durchgehen? Dann lasse ich die mal hier hinten durchgehen. Und ja, lasse sie nicht. Also ich komme ja mit. Aha. Die machen einen Umweg oder so. Dann gehe ich einfach mal. Ja. Ich denke einfach mal hier oben durch. Und die schon so na, suchen nach Magneten oder so. Ah, nach Dingen, ja klar. Ich gehe denen mit und merke nicht mal, dass sie Gagus suchen. Wir können eigentlich da noch kurz hin. Und schauen, ob es hat Gagus. Aber wir töten sie nicht, weil wir keine Kampfskillung haben. Aber vielleicht kann ich ja denen zeigen, wenn sie mit mir mitkommen. Also einer kommt mit mir. Kann sie auch zeigen. Das Steck ist jetzt so nicht wichtig für mich, weil ich jetzt eventuell gar keine mehr ja, besiegen werde. Das Event. Ich finde, die Events machen bei mir gar nicht so viel aus. Für die Leute, die viel spielen, ist der Gier natürlich groß. Ja, sie machen das Event. Aber für mich, der wirklich jetzt nicht so viel spielt, nebenbei halt einfach eher levelt, farmt, Gegenstände farmt, nebenbei noch. Für den ist es einfach nicht so toll. Da ist jemand schon am Siegen. Da hat es noch welche. Gut, ja, es ist auch wieder neu gespawnt, schön. Und wir gehen aber immer zu dieses Ort, wo wir gesagt haben, hier haben wir nämlich auch noch einen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt wirklich mal einen Tag für Regnum Zeit nehme, um Bakagus zu jagen. Aber eben, man bekommt halt nichts über, weil man nicht in der Rangliste oben ist und so weiter. Also die Sache ist, hier hat es noch Gagus. Jetzt muss ich kurz schauen, wo das ist. Ah, weiter oben, nicht weiter unten. Also es ist hier oben drüber, stimmt. Also es sollte eigentlich sichtbar sein. Ja, die Distanz ist natürlich nicht so gut. Die Sichtdistanz, wann wird das endlich mal erhöht? Das ist eines der wichtigsten Dinge, die die Entwickler machen müssen. Einfach die Anzeige von Spielen und... Ja, das hat jemand schon geholt hier, denke ich mal. Ich bin immer hier hochgekommen. Wieso hätte ich? Hallo, jetzt. Ja, es ist zum Beispiel einer hier oben. Noch. Ah, die kann man eigentlich so mit dem Stab auch töten, oder? Ja, ja. Geht einfach sehr lange. Karma-Spiegel, genau. Aha, die greifen gar nicht mehr an, oder was? Hallo. Hey, stirb doch endlich. Ja, er bekommt keinen Schaden über, wenn wir Schutzschild machen. Ist natürlich auch nicht so praktisch. Okay. Ja. Haben wir jetzt hier eine Anzeige? Nö. Also man sieht nicht, in welche Position... Ah, weil die Positionangabe gar nicht angezeigt wird, weil das Event gar nicht da ist. Also manchmal ist dann so eine Rangliste, scheinbar. Und ja. Dann wirkt es auch, aber sonst halt immer nur die Quest machen. Ist natürlich schon ein bisschen langweilig. Ja, bis es um Kontrolle ist und dann gibt es wieder die Preise. Hat das jemand geschafft, so weit nach vorne zu kommen, dass er Preise gewonnen hat? Wenn ja, welche Preise denn? Also, ich kann mir jetzt darunter nur Magnaniten vorstellen oder so. Könnten vielleicht irgendwie ein Pet oder so sein? Ne, ich glaube eher nicht, dass es extra ein Pet gibt. Aber, ja, könnt ihr gerne mal... Spiele? Hä? Ich hatte nicht angegriffen. Okay. Ernst. Ah, cool. Ja, es ist sehr lebendig geworden durch das Event, das Spiel. Also es sind immer überall wieder Spiele, die einfach auch ein bisschen das Herumlaufen auflockern. Es wieder Spaß macht, herumzulaufen. Ich habe übrigens auch, ja, wieder die Attribute hergestellt, Schwäche der Toten wieder auf 0% gemacht.
Und ja, dadurch auch ein bisschen gewachsen wieder. Ich denke, ungefähr letztes Level waren wir noch, also 46 waren wir noch im Video. Und hab da noch bis hierhin gemacht. Aber das war wirklich nur so 10 Minuten. Weil ich ja auch einen EXP-Boost aktiv habe. Ja, es waren 20 Minuten. Genau, 20 Minuten. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viele Ximerin. Aber ich möchte die nur noch einsetzen, eigentlich für, ja, jetzt momentan EXP-Booster. Bis ich Level 60 bin und dann nur noch die Kisten. Und dann werden wir mal schauen, weil ich habe genug Geld eigentlich jetzt wieder so. Ja, ich kann sagen, eher nicht, aber für Regnum gebe ich doch gerne Geld aus. Im momentanen Zustand, ja. Und weil es einfach mein Hauptprojekt ist auf YouTube, dann auch Livestream machen werde, werde ich natürlich auch Geld ausgeben für Regnum. Wieso nicht? Ein Spieler bitte weggehen. Nur einer. Bitte ein einziger Spieler. Schutzengelchen. Ich interessiere mal, wer das ist. Oder hat sich sicher einfach umbenannt. Ja, der ist von Dwarves of Eberor. Eberor. Der auch, ja, der ist sowieso. Okay, dann gehen wir mal dem einfach mit. Ist auch ein Beschi. Greift doch nicht immer Gegner an, ne, ich habe immer Angst. Liebe Spieler, lasst es sein, ich darf keine Gegner angreifen, der Drache hat Angst. Ne, also es ist wirklich irgendwie so, als würde ich die ganze Zeit. Ah, der Chuck Norris, okay. also berühmte Namen. Als würde ich jetzt wirklich wieder neu anfangen, das Spiel zu spielen. Ich habe wirklich völlige Unsicherheit und das macht schon Angst. Ah, wenigstens sind hier noch wirklich Leute. Da, Mess. Cool. Schlitzer ist auch hier. Man wird das mal gefixt, dass man trotzdem heulen kann. Ich will doch nur alle begrüßen. Ja, jetzt kommt ihr alle und lauft davon. Scheiße. Jo, ist leider nicht so viel los für ein Video. Ich würde gerne live streamen, aber ich habe leider nicht mehr lange Zeit. Sonst hätte ich, wenn ich jetzt eine Stunde noch Zeit hätte, jetzt ist es ungefähr so halb zehn, zehn ungefähr. Habe um 10 Uhr einfach Nachtruhe momentan noch, aber wenn ich dann alleine wohne, dann kann ich eigentlich die ganze Nacht Livestream noch. Und vielleicht auch jetzt bald so, wenn es weniger Leute immer hier sind. Es ist 22:03 Uhr schon. Also eigentlich sollte ich jetzt ruhig sein. Aber ich bin nicht ruhig, ich bin ein Rebellierer. Weil am Wochenende konnte man gar nicht rausgehen wegen der Corona-Krise. Also bin ich jetzt öfters einfach in der Nacht auch am Reden. Und es stört niemanden. Aber es ist schon gegen das, ja, Hochhausgesetz sozusagen, weil das ist so schlecht gemacht damals in den 70er Jahren. Keine Wände, die Schall durch, also ja, aufhalten, sondern durchlassen. Unglaublich. Und da die Regnumspieler meistens die Deutschen auch jetzt aktiv sind, muss ich das einfach machen. Ich werde gezwungen, sozusagen. Ich will es, ja. Das ist ja meine Meinung. Ja, der Tenax. Die machen etwas, aber wir machen nichts. Ich glaube, ich gehe nach Herbert. Ich versuche mal nach Herbert zu gehen. Oder nee, das machen wir dann, wenn wir noch ein bisschen höher Level sind. Weil jetzt laufen ein paar davon. Der Lego, cool, dass du auch so aktiv bist, also du bleibst aktiv, ich weiß es, ich kenne dich. Ist einer aus Schweden, irgendwas aus Skandinavien. Ah, nein, nicht Däne, ich glaube, er ist Schwede. Und der handelt sehr viel, also ist ein
Trader. Und dadurch habe ich auch ein bisschen viel Kontakt mit ihm gehabt, habe halt viel ablehnen müssen, was er so mir vorgeschlagen hat, Preis und so, weil ich ja nicht gerne handle. Ich finde das Spiel trotzdem auch schnell machbar. Halt das Hauptequip kann man da nicht so schnell kriegen, aber das werden wir dann auch irgendwie kriegen. Mal sehen. Also der Schmuck und so, wenn niemand Instanzen mehr macht, ist natürlich schon nicht so, ja, especially muss man halt immer warten, bis die Leute endlich mal ein bisschen laufen. Oder wieder zurückgehen. Dankeschön. Die sind extremst aggressiv, die Gabus. Ja, aber einen Jäger hätten wir schon gerne dabei. Kein Jäger. Wieso spielen so wenige Jäger in Gruppen? Es muss doch irgendwie einen Grund geben, wieso Jäger immer einzeln sind. Also, sie sind ja Einzelgänger. Aber dass sie nie in Gruppen spielen, habe ich irgendwie. Ja, dem Beschis fehlen halt auch immer. Jetzt haben wir zwar Beschis, zwei Stück noch. Immerhin, Dankeschön dafür, dass es ja auch wieder ein bisschen geändert hat. Aber wenn ich nicht Beschi spiele, spielt niemand Beschi. Und wenn ich Beschi spiele, dann spielen Beschi. Und wenn ich Beschi spiele, spielen viele Beschi. Und wenn ich nicht Beschi spiele, spielen viele nicht Beschi. Ich habe irgendwie einen Einfluss, der viele, ja, mitgehen, oder? Viele wollen halt auch irgendwie ein bisschen dabei sein oder so. Aber das ist ein Virus. Ich zeige es im Video. Leute machen es nach. Noch mehr Leute machen es nach. Noch mehr Leute machen. Das ist wie ein Virus. Das ist ein schlimmes Teil. Nein, wahrscheinlich habe ich kaum Einfluss. Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob ich jetzt wirklich Einfluss habe. Das müsst ihr sagen. Aber ich denke eher nicht, weil ich natürlich ja auch nicht gerade so viele Aufrufe pro Video bekomme und so weiter. Wie andere mit, ja, besseren Videos, mit geschnittenen Videos vor allem. Aber ich bin einer, der Gameplay macht und die machen Videos mit Schnitten und das ist ganz etwas anders. Deshalb habe ich nun mal nicht so viele Aufrufe. Deshalb kann ich auch nicht so viele Videos machen. Weil ich natürlich auch immer wieder, ja, Videos löschen muss, weil nichts passiert. Ich würde jetzt auch gerne dieses Video wieder löschen, aber nee, es ist schon etwas passiert. Seht ihr. Auch wenn wenig passiert ist, es ist trotzdem etwas passiert. Gut, also wir gehen mal. So gut es geht, machen Mana-Gemeinschaft mal an. Und das ist die 2. Okay, nein, die 3 nicht. Ja, wir sind zu langsam noch. Ich möchte den Beschi eigentlich ganz schnell machen. Dass ich allen Leuten sofort zur Hilfe eilen kann und dennoch immer weit genug weg bin. Also so, ja, dass ich einfach schneller bin als so. Vielleicht, ja, können wir das irgendwie machen. Aber so kann ich halt keine XP farmen. Also ich müsste noch mehr grinden können, ich müsste noch mehr Zeit investieren ins Grinden und nicht jetzt hier am Spielen. Ich tue jetzt mal kurz ein bisschen den Gegner irritieren, der Nähe lassen. Ja, aber so bekomme ich nicht. Ja, greift an, bitte. Das sind zu viele, ich könnte erwischt werden. Nein, der. Ja, gut, ich bleibe einfach im Nebel stehen. Ah, ich habe ja den Skill eingesetzt, oder? Nein, ich habe den Skill nicht eingesetzt. Aber ich sollte es mal. Ja, ich will nicht auf Feinde wirken. Mann, das ist so irritierend. Also anfangen mit Beschi ist schwer. Ja, ich bin halt nicht in einer Party. Ich müsste in einer Party sein, dann sehe ich wirklich die Leute, die Heilung brauchen. So. Ich glaube, ich mache vieles falsch, aber das ist nicht schlimm. Ihr dürft mir gerne immer sagen, was ich falsch mache. Ist für mich besser als. Ja, aber ich bekomme nichts üben.
Ich bekomme nur dort über. Irgendwas mache ich noch falsch. Sie killen keine Gegner, deshalb. Also wir sind gerade wirklich an niemandem killen. Deshalb einfach mal die Schutzsachen hier selber noch buffen. Ja, sehr langsames Game. Nein, nicht wieder den. Der da noch. So, und dann einfach ein bisschen näher gehen. So, der wurde geheilt. Der hat keine Heilung gerade. Jetzt muss ich gerade mal noch mal kurz schauen. Haben wir keinen einzelnen? Ist nur der? Ja. Nur der einzelne. So langsam könnten wir dann mal ein bisschen EXP gebrauchen. Weil der EXP Booster läuft ab. Nicht? Ja, weil wir nicht angreifen. Ja. Aber die Reichweite ist toll. Die Reichweite ist toll. Was machen die Leute, ey? Also. Ja, ist klar. So angreifen. Also auch die Schwachen. Nicht gerade so zählen, aber. Yay, yeah, jetzt habe ich. Yay, yeah, einen haben wir besiegt. Nein, nicht angreifen. Schutzschild bitte nochmals. Und dann vielleicht, wenn sie nochmal angreifen. Aber sie greifen nicht an. Ja. Also das Schild nicht einsetzen, wenn jemand angreift. Jetzt sollte ich weg. Jetzt greifen sie an. Es ist irgendwie, ja, wie ein Simulator. Man spielt so, ja, eher so gegen das, was man will. Totkloppen. Man spielt so, ja, ich gehe weg, Simulator. Ich bin jetzt hier eher am Heilen, habe lange Abklingzeiten. Kann man die irgendwie reduzieren mit Cast Speed oder... Nein, eher nicht. Das ist nur mit einem passiven Skill, denke ich mal. Und Items, wo auch Abklingzeitreduzierung haben, wenn das gibt. Das weiß ich jetzt gerade gar noch nicht mal so, weil ich es nie brauche. Das sind immer so Sachen, die ich im Hinterkopf habe und nie sicher bin, ob sie überhaupt existiert oder so. Ja, ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr heilen. Das wäre, glaube ich, nichts, wenn ich hier noch heile, weil ich jetzt dann plötzlich zu nah dran bin. Ja, wir werden wahrscheinlich verlieren. Ne? Kann ich nicht heilen, das ist zu weit weg. Ja, jetzt kommst du auch noch. Ich glaube, ich hau ab. Also, ja. Ich kann wirklich nichts machen. Deshalb hauen wir ab und gehen zu ihm. Zu Nor... Diesen Namen. Unglaublich. Ja, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich strenge mich einfach zu sehr an. Je mehr ich mich anstrenge, irgendwie ja, Sachen zu wissen, oder? Also Sachen zu lernen, desto schwieriger ist es für mich, Dinge wie Namen zu merken. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu dann einfach wieder gar nichts weiß. Wie zum Beispiel Namen oder Skillreihenfolge oder sonstige Sachen. Das sind einfach so Abschnitte, die man so sozusagen. Okay. Da wartet einfach hier jemand. Lass mich doch einfach in der Ruhe. Du siehst ja. Ja, es sind sogar zwei. Lasst euch von mir nicht unterdingen. Ich mache nichts. Ich mache gar nichts. So, jetzt fertig. Ich gehe jetzt einfach rüber. Ah, ich sterbe. Ja. Das ist wieder typisch. Da warten einfach Leute und dann plötzlich sind sie aktiv und dann ist man tot. Die haben mega lange gebraucht, um zu wissen, dass ich wieder zurückkomme. Die dachten so, ja, sehr Igge. Sie sind zu faul, mich anzuschauen oder also mich anzuklicken. Jetzt müssen wir leider nochmals laufen. Ich hätte am Ding, an der Mauer wiederbeleben sollen. Ja. Ihr seht, es ist echt schwer, einfach mit Level 47 in der Warzone überhaupt ein paar Minuten zu überleben. Weil viele Spieler sind einfach viel zu aktiv und sind dann irgendwo, wo man halt wirklich sofort stirbt alleine. Klar, was soll man dann sonst machen? Aber das ist mir eigentlich nicht schlimm.
Für mich ist es eigentlich immer noch schlimm, wenn ich halt einfach Aufnahme mache und dann Zeit verliere, weil Spieler mich nicht in Ruhe lassen. Hey, ihr müsst mich, ich bin Kameramann. Ihr müsst mich in Ruhe lassen. Andere könnt ihr besiegen. Aber mich als Kameramann dürft ihr mich nicht besiegen, gell? Wäre schön, wenn das würde gehen. Aber ja, deshalb bin ich eigentlich, ja, auch gerne heile, dann mache ich euch keinen Schaden und ihr könnt mich in Ruhe lassen. Wie süß. Wenn das so wäre, nein, das wäre so unfair, also gegen die anderen Reiche. Killt mich nur, killt mich ruhig. Ich habe trotzdem coole Videos. Jo. Dann haben wir jetzt. Wenn einfach mal der Fenstermodus gehen würde in Regnung. Es ist der Fenstermodus, Alt-Tab geht nicht. Da musst du immer mehrmals klicken, bis du dann wirklich im Hintergrund bist. Und dann ist das Video immer noch im Hintergrund. Was? Wenn die halt nichts brauchen, dann ist es auch nicht meine Aufgabe, noch ihnen zu rufen. Ja. Ständig etwas arbeiten. Kein Rechnung spielen können. Ja, ich werde jetzt, denke ich mal, nicht so gehen. Wegen dem Buff. Ja. Okay, ich werde ein kürzes Video jetzt machen. Tut mir leid, aber jetzt. Ich denke einfach wegen dem EXP-Booster, wenn wir jetzt dort heilen und so, dann werden wir ja trotzdem angegriffen. Oder wenn wir angegriffen werden, tut sich der EXP-Booster halt aufbrauchen. Deshalb, ja, mache ich jetzt leider schon Schluss, aber dafür gibt es ja mehr Videos. Das habe ich euch versprochen. Jetzt habe ich, glaube ich, gestern ein Video gemacht, heute Video gemacht und bald kommen zwei Videos pro Tag wieder und danach noch Livestreams und die wirklich lange. So, dann haben wir genug Zeit, Level 60 zu werden in den nächsten paar Wochen. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und sorry, dass ich nicht länger mache. Tschüss.